待たせたな、カカロット。いけるぜ、ベジータ。Fröhliches Legends Festival wünsche ich euch allen da draußen. Wir haben die Vierfachen bekommen als Tag Team. Jeder hat es erwartet, jeder hat es gedacht. Und wir haben aber leider keine Fusion zwischen den beiden, was relativ schade ist. Dennoch will ich denen einen Versuch geben. Wir haben hier 30%ige Chance auf Sparking und erhältliche Siegkraft ist verdoppelt. Wir wollen natürlich auch C17 oder auch die Extreme-Charakter haben. Aber schön wäre auf jeden Fall der neue LF. Das ist auf jeden Fall klar. Ich habe hier 20 KCC mir erspart, Free-to-Play. Und gib dem ganzen Versuch und hoffe, dass ich nicht so krass geschäftet werde wie bei den letzten Summons. Legen wir los. Es ist jetzt der erste. Ich traue mich gar nicht zu sagen, das Wort Chef überhaupt in den Mund zu nehmen, aber dennoch ist es ein Fakt, dass bei den letzten Malen das gar nicht so gut für mich lief. Und bei dem ersten Summon, also bei diesem ersten Step, will ich auf jeden Fall nicht zu viel erhoffen, weil das halt wirklich nur, glaube ich, 4 oder 5 Charaktere sind. Nichtsdestotrotz habt ihr aber auch hier den Skip-Button nochmal abgedeckt. Ich versuche nicht drauf zu lynchen, aber ansonsten solltet ihr nicht gespoilert werden aufgrund dessen, dass der Button da ist beziehungsweise nicht da ist. Was wir jetzt hier haben, Siegkraft Medaillen 2. Damit können wir zum einen auch Outfits kaufen beziehungsweise Farben. Und was wir hier auch mit diesen Medaillensumpf machen können. Das haben wir alles in Reveals und Stuff gesehen. Nichtsdestotrotz gibt es ganz schön viel, was wir hier an Medaillen bekommen. Da lässt sich die Legends nichts Neues einfallen. Was ich jetzt schade finde, besonders bei dem Festival oder auch bei dem Jubiläum, dass wir keine zwei Banner haben. Diese doppelte Banner-Mechanik haben die rausgeworfen. Warum auch immer für die das wohl besser erscheint, aber dennoch ist es für mich so, als ob das wie jegliches anderes LF-Banner, was wir jeden Monat kriegen, genauso ist. Nur, dass wir halt mehr andere Sachen hier haben. Aber trotzdem. GT-Buff. Vielleicht auch für mein Team jetzt in diesem Step hier. Ich weiß gar nicht, wie viel der Step das ist. Ich habe jetzt einfach mal losgelegt und ohne zu zählen. Ich gehe ohne viel Hoffnung rein. Dennoch versuche ich, diesen angeblichen Beast-Hahn-Killer zu ziehen. Und verliere hier an der Stelle. Weez kommt nicht. Schade. Ich habe vergessen, was ich hier alles erzählen wollte, gerade in dem Video. Ich mache es sehr spontan. Ich habe auch ein kleines Zeitfenster, wo ich das aufnehmen kann. Und hoffe halt in der Zeit, das zu ziehen. Ich habe jetzt vor, ich weiß nicht, bedenkt also, das ist Part 1 vom Legends Festival. Was Part 2 so zu bieten hat an neuen Charakteren auch, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben die jetzt nicht so gut nachlegen können, beziehungsweise konnte dieses Reveals and Stuff nicht mit dem aus dem vergangenen Jahr mithalten. Als wir dort die Godboys gesehen haben, dass die kommen, das war ja, da war ja jeder aus dem Häuschen, da war der Hype ja richtig groß und das, ja, dieses Mal ein bisschen mau gehalten. Ich sag mal so, wenn der Active Skill der Tag sein soll, okay, doch hätte man einen Revive eingebaut, durch den die beiden Vierfachen fusionieren, wodurch die als Gogeta, als vierfacher Gogeta wiederkommen, dann wäre das natürlich geil gewesen. Tals. Haben sie nicht gemacht. Wären keine neue Mechanik mit dem Revive gewesen, aber wäre auf jeden Fall cool gewesen mit der Fusion, dass sie als ein neuer Charakter wiederkommen, der dann keinen Tag hat und der dann, also diese Switch-Mechanik hat, sondern dass er dann als mit seiner eigenen Hauptfähigkeit, die er einmalig nutzen kann, wiederkommt. Wäre vielleicht so eine Idee an der Stelle von mir, aber wir haben es nun mal anders bekommen. Wir sind bei Step 5, einen Schritt von dem Gratis entfernt. Ich denke mal, so 2-3 Durchläufe sind auf jeden Fall drin. Wenn das nicht klappen sollte, ich denke mal, ich gehe mal insgeheim immer mal wieder rein, um die zu ziehen. Wünschenswert will man die natürlich auf 6 Sterne haben. Blue. Hoffentlich verlieren wir, oder es kommt Vegeta. Ansonsten, klar, kann man die im Gegensatz zu den Ultra-Charakteren auf jeden Fall immer mit den Siegkraft-Multiplikatoren nochmal nach oben pushen. Wir Blue Vegeta. Blue Vegeta, sag ich nur. Xi Shenlong, wie auch immer, Nova Shenlong, Super 17. Da waren schon 2, also einer müsste auf jeden Fall dabei sein. Es ist C17. Ein guter Supporter,
aber nicht mein Nummer 1 Charakter, den ich gerne hätte. Aus dem Banner. Und wir ziehen verdammt viele Sparkings. Wir ziehen verdammt viele Sparkings. Die... Naja, es ist nur Super 17. C17 aus der Hölle. Hellfighter 17. Ein Durchlauf, ein neuer Charakter. Nehme ich mit? Wenn es doch die Boys wären, wäre ich viel zufriedener, aber man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Dragon Balls, mein Wunsch, geht hoffentlich in Erfüllung. Ah ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall mehr Glück als ich. Ihr habt die vielleicht schon sogar bei den ersten Steps gezogen und müsst keinen ganzen Durchlauf durchziehen. Ich würde auf jeden Fall euch raten, nicht alles unbedingt rein zu buttern. Die sind auf jeden Fall strong, gerade dass die auf jeden Fall diese Anti-Deckungswechsel-Mechanik haben, wenn der Gegner 3 Kampfmitglieder hat. Ist auf jeden Fall stark, aber dennoch will man ja ein bisschen sowas noch auf der hohen Kante haben, wenn Part 2 erscheint und dann kommt vielleicht ein Charakter, den gerade ihr haben wollt. Und dann hat ihr keinen CC, das wäre natürlich ärgerlich. Deswegen immer ein bisschen CC zur Seite legen. Ich habe jetzt noch durch meine Mission, da habe ich noch ein paar, die ich sammeln kann, einnehmen kann an CC. Deswegen gucke ich mal, wie das so läuft. Wir haben jetzt Bardock auf 7 Sterne rot. Wen interessiert's? Das war der Gratis-Step. Das sind jetzt ca. 3000 CC, die einen Durchlauf kostet. Mal gucken, was für eine Animation kommt. Hier kommt nichts Besonderes. Ich bin gewillt, auch schon mal bei solchen Crap-Animationen, außer Genki-Dama, die natürlich nicht, die anderen zu skippen. Also wenn wir jetzt nur Planegnamik haben und dann, also keine Animation. So. Gotenks. War das unser einziger Sparking-Charakter? Ich will es nicht hoffen. Hier ist unser zweiter. Goku Black, zur Seite mit dir. Ach was? 5 Charaktere auch wieder hier. Ganz vergessen. 7 Sterne rot nehme ich an. Guter Buff für Dragon Ball, sage, wenn irgendwann die mal wieder ihre Glanzzeit haben. Dann ist das auf jeden Fall ein guter Bankchaff, auf jeden Fall. Crap-Animation? Ja, nein, vielleicht. Crap-Animation. Skip. Into C21. Into Fake Out. Cooler. Okay, also wir haben 0,5%ige Chance, dass wir, also so sind die halt in dem Banner drinne. Die SSJ4 Boys, keine Chance, dass ich das in Zukunft so ausspreche, die Super Saiyajin 4. Hier haben wir Extreme oder höher. Hier ist die beste Chance, dass wir die ziehen. 0,5%ige Chance plus halt diese 30%ige Chance auf einen Sparking-Charakter. Nehme ich an, die Animation. Auf jeden Fall besser als die 0,2%ige Chance, die wir sonst haben. Ich habe es, glaube ich, am Anfang des Videos gesagt. Und Bardock hat hier sein Comeback. Heißt, er könnte als einziger LF mir dazwischen grätschen. Wir gewinnen diesmal. Vegeta ist wirklich rar besät. Deswegen, ich bin froh, dass ich ihn einmal gesehen habe. In den letzten Monaten war das das erste Mal, beziehungsweise für das Jahr hier war das das erste Mal, dass ich Vegeta hier die Animation hatte. Und wir sehen, fehlt uns noch ein Sparking. Blue garantiert uns 2 Sparkings. Aber so, alter Scheiß. Fake Out. Alter Scheiß. Immerhin GT-Thema. Das wenigstens getroffen, ansonsten ist alles andere verfehlt. Ja. Keine Chance. Step 5.
Nach einer kleinen Künstlerpause bin ich jetzt wieder hier für euch bereit, um den geraden Step durchzuziehen. Ich bin so guter Dinge, dass jetzt was kommt. Ich bin early. Ich bin so guter Dinge. Es ist bis jetzt nur 1:17 rumgekommen, aber es kann viel mehr kommen. Es kann viel mehr kommen. Und ich weiß, dass es kommt. Die Dragon Balls sind auf unserer Seite. Ich muss ein bisschen leiser sprechen, da ich hier nicht allein bin. Und ansonsten gibt es Ärger. Deswegen Contenance. Ich kann aber nichts versprechen, wenn jetzt hier irgendwas gedroppt wird. Ich kann es nicht versprechen. Wir haben jetzt hier... Ich muss gerade mal... Genau. Ich glaube, der Ton war nicht an vom Game. Deswegen habe ich hier nochmal gerade die Tonlautstärke höher machen müssen. Wir haben Hero. Wir haben auf jeden Fall ein Sparking. Ein Sparking, den wir schon haben. Oder ein Sparking, der neu ist. Es kann nur ein... Gohan. Zumindest ist es ein Sparking von den neuen. Es ist ein C17. Guter Support, nehme ich an. Eine Kopie, mehr aber auch nicht. Mehr sollte nicht kommen von dem Boy. Ich habe den auf 3 Sterne, jetzt dadurch auf 6 Sterne. Warum nicht? Annehmen, mitnehmen. Grenzüberwindung. An der Stelle auf jeden Fall gut. Gehen wir in den dritten. Das ist der dritte Durchlauf. Der dritte Durchlauf, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Und danach weiß ich nicht. Danach, also 3 Durchläufe, das ist schon so das höchste der Gefühle, würde ich jetzt mal sagen, wie ich jetzt da reingehen mag. Immer mit dem Part 2 des Festivals im Hinterkopf. Deswegen weiß ich nicht, wie deep ich überhaupt gehen mag. Wir haben jetzt hier wieder auf jeden Fall Sparking. Das ist noch keine Garantie auf irgendwas. Wir haben keinen Bardock, wir haben keinen Trunks. Wir haben ihn, okay. Für TOP ist der auf jeden Fall gar nicht mal so verkehrt. Wir haben noch einen Sparking. GT Goku. ...0,25% im Vergleich zu dem anderen. Oder irre ich mich da? 0,5 sind die LFs. Wenn die neu kommen und die Sparkings, die normalen, haben eine 0,25er Rate. Ich habe ihn schon zum dritten Mal gezogen. Das kann es doch nicht sein. Da nehme ich viele Sterne mit. Wie gesagt, TOP-Charakter, der ist auf jeden Fall gut. Aber hey, für diesen kleinen Mini-Step war das schon mal eine gute Ausbeute, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Roter Himmel. Vegeta, wir wissen, Sparking, kommt jetzt irgendwas Gutes? Pycon. The Girls. Irgendein Fakeout. The Dreams, dass jetzt irgendwas kommt. The Dreams. Leute, lasst mich gerne wissen, wie habt ihr gezogen? Ich bin guter Dinge und hoffe für euch, dass ihr besser das Glück gepachtet habt als ich. Das geht auf gar keinen Fall. Das geht gar nicht klar. Ich habe mit den letzten Summons, was LF-Charaktere angeht, so ein Pech. Kann sich jetzt aber ändern. Wenn wir jetzt das ziehen sollten, ich bin immer noch unter 10k, die ich in das Banner investiert habe, wäre ich zufrieden. Einmal, ich würde da nicht unbedingt nochmal reingehen. Einfach um was auf der hohen Kante zu haben. Es reicht mir, die einmal zu ziehen. 3 Sterne reicht erstmal, denn man kann die immer noch mit dem Multiplikator hoch pushen. Und deswegen, oh, Details. Hatte ich jetzt noch gar nicht so oft, glaube ich, gezogen. Ey, dass so viele alte Schinken dabei sind. Lecco mio. Und es kommen immer nur... Oh Gott. Nee. Das mag ich nicht. Gefällt mir gar nicht. Cooler. Freeza, no brother. Cool, habe ich jetzt 7 Sterne. 1 Stern rot. Nee. Leute, es sieht schlecht aus. Ich sehe böse. Also ich habe geplant, nur ein Summon-Video rauszuhauen. Und dabei bleibt es hoffentlich. Wenn ich den ziehen sollte, noch off-cam, dann denke ich mal, hau ich einen Showcase raus. Ansonsten, okay, wir haben wieder blau, aber trotzdem. Weiß ich nicht. Die sind gut, aber ich fühle das einfach nicht so wie jetzt hier bei
wie jetzt letztes Jahr zum Beispiel bei den Blue Boys, dass das so richtig gut war, beziehungsweise dass man das den Hunger hatte, die zu sich zu snacken, aber die sind zwar cool und so, aber dennoch weiß ich nicht. Ich habe mir die CC jetzt so ordentlich angespart. Alter, das wird nix. Das wird sowas von nix. Oh mein Gott. Gerade hat es noch an der Tür geklingelt und meine Holy-Lieferung ist angekommen. Nichtsdestotrotz gehen wir jetzt in den letzten Grad des Step rein und ich bin vielleicht gewillt. Ich bin es vielleicht. Einen letzten Durchlauf, auch wenn ich unter 10 KCC komme, zu machen, wenn die Animation scheiße ist. Alter, guckt euch die Menge an Sparking-Charakteren an. Und nichts Gutes dabei. Okay, komm, letzter Durchlauf, 3000 CC. Circa sind es noch, die investiere ich und dann bin ich raus aus dem Banner, beziehungsweise fertig mit diesem Summon-Video. Habe ich was gezogen. Zweimal C17 ist ganz okay, aber wir wollen den F, beziehungsweise ich will den F, darum bin ich auch in diesem Banner drin und diese Animation ist echt garbage. Ich skippe einfach mal. Nappa, okay. Der hat auf jeden Fall noch ein paar Sterne, die er sich gerne angeln möchte. So, unter 10 KCC. Das tut weh. Das tut weh. Bruder. Und die Animationen lassen zu wünschen übrig. Ja, Jirobi. So, ich geh nochmal. Ich geh nochmal raus. Ich mache nämlich jetzt einmal App zu und wieder rein. Da sind wir wieder in der App drin. Das ist so mies. Ich habe keine Lust mehr. Komm schon, Game! Gutes Anzeichen. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Mann. Es läuft okay, aber das Ergebnis stimmt nicht. Baby. Goku, da fehlt noch Vegeta. Vegeta, habe ich gesagt. Kein Piccolo. Komm schon. Oh. Meine CC, sie schwinden dahin. Ey, ich krieg's kotzen. Kleiner Ausraster an der Stelle. Ich... Mir wird jetzt dezent bewusst, wie ich keinen Bock drauf habe, Geschäfte zu werden, aber es ist immer dennoch passiert. Ich hasse es. Vorletzter Step, bevor das... Was ist das? Was ist das für ein Hintergrund? Was ist das für ein Hintergrund? Sag mir bitte im Vergleich zu der Superhero Campaign, dass das was bedeutet. Es muss was bedeuten. Es muss was bedeuten. Komm schon. Ein Sparking auf jeden Fall. Einer. Es reicht auch schon, einmal zu ziehen. Ist ein Fake Out. Es ist der vierfache Old Goku. Good old Goku. Und fucking Vegeta Movie, ich brech zusammen. Nee. Leute, ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen und drück euch die Daumen bei euren Summons, wenn ihr es nicht schon getan habt. Lass mich gerne wissen, was habt ihr gezogen. Wir gehen jetzt in den letzten Step rein. Let's go. Ich hoffe, da ist er dabei. Wenn nicht, tut's weh. Es tut weh, aber
Was machst du? Was willst du machen? Tao bye bye, kommt er her, wir haben Vegeta, ich skippe einmal. Wir kommen in ein Sparking rein, Mr. Satan. Guldo. Tals. Und wahrscheinlich nichts anderes mehr. Noch nicht mal ein neuer Extreme-Charakter. Kein Maju, kein Shenlong. Nichts. Immer nur Super 17. Vor allem Super 17. Es ist Hellfighter 17. Leute, das sind wieder trockene Sums. Und ja, das tut so weh. Den will auch keiner haben. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao.